Es ist soweit. Ich bin jetzt in dem Vorraum meiner Praxis und guck dich mal um. Über mir die neue Decke. Die ganzen kleinen Zwischenbalken habe ich jetzt rausgenommen. Das war eine schöne Aktion am Wochenende. Ich war da sehr beschäftigt. Hier oben habe ich noch die Löcher drinnen von den restlichen Balken. Hier ist noch der Dachstuhl, der ein bisschen rausschaut. Und so langsam bekommt dieser Raum Höhe, Größe auch. Also da bin ich ja begeistert froh, dass das hier so vorangeht. Hier wird ein kleiner Praxisraum sein, hier wird dann das Bad hinkommen. Und hier drüben der andere Praxisraum und der ja, Eingangsbereich. Okay, die Fachwerkwand steht noch, aber auch die kommt weg, sodass ich mit meinen Maurerarbeiten loslegen kann. Okay, was ist noch passiert? Also du siehst hier überall Holz rumliegen. Die Zimmermänner sind ja sehr aktiv gewesen, auch schon mit der Decke. Hier sehen wir noch den kleinen Schlitz. Und sie sind jetzt dabei, oben den Dachstuhl zu erneuern. Überall liegt hier das ganze Holz. Freue ich mich auch schon, wenn das weg ist. Wir gehen mal schnell hoch. Und wow, was ist das für ein Licht hier? Oh ja, hier ist viel passiert. Das Dach ist weg. Am Wochenende habe ich mit Freunden hier das Dach abgenommen. Das sind ja knapp 250 Quadratmeter an Dachziegeln, die ich hier abgenommen habe. Und ja, es war eine Heidenarbeit. Wir haben, wie viele Stunden haben wir gebraucht? Ich glaube 7,5 Stunden. Fertig waren wir abends um 7:30 und wir waren wirklich froh, dass wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten, weil in diesen Höhen zu sein ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Ja, hier siehst du schon die ersetzten Sparren und die aufgedoppelten Sparren, sodass wir dann hier die Dämmung reinmachen können. Ich stehe hier schon auf dem teilweise neuen Boden. Er ist mit Schutt gefüllt, weil Schutt ist natürlich Gewicht und dieses Gewicht sorgt dafür, dass ich dann eben halt keine Geräusche weiter habe. Und auch hier ein bisschen Balanceakt und hier sind noch ein paar alte Balken, die hier wegkommen. Gutes Feuerholz ist das. Und ja, das ist hier die andere Seite, sodass du mal einen Blick bekommst, ganz durch. Also es passiert wirklich viel. Ich bin froh, begeistert. Und der Zimmermann ist wahrscheinlich am Wochenende fertig und dann kommt der Dachdecker und macht eben die Platten drauf und dann wird das Dach gedeckt. Ja, also, es geht voran, da freue ich mich sehr und ich nehme an, dass sozusagen mein Ziel von dem Mitte Mai näher und näher rückt. Ach, ich gehe nochmal hier zurück. Auch hier in der Küche haben wir hier die Wand noch rausgenommen, weil auch da die ganzen Rußziegel brauche ich wirklich nicht. Ja, hier ist nicht so viel passiert. Und ja, was ich dir noch zeigen möchte, ist einfach ja, mein Schuttcontainer. Der ist nämlich am Wochenende übergequillt. Hier liegt noch der Rest, den ich ja nicht mehr in den Container reinpacken konnte. Er war wirklich bis oben hin voll. Und ja, zum Glück haben die Entsorgungsleute das alles so gut mitgenommen. Ja, hier ist meine Praxis von außen. Ich habe noch einen kleinen Schritt zurückgehen, damit auch da gucken kannst. Ja, es ist viel passiert. Oben kann man es auch jetzt sehr schön sehen, die Plane, die das Ganze hier abdeckt. Also es geht voran. Ich komme dem Ziel, in das Haus, in meine Praxis einzuziehen, immer näher und näher. Und ich bin ja sehr gespannt. Es gibt immer wieder schöne Gespräche hier mit dem Bauleiter und den Architekten, wie ich das Ganze hier gestalten muss, auf was ich da noch achten darf und sollte. Die Wette läuft weiterhin. Wann ziehe ich hier ein? Du hast die Möglichkeit, unter diesem Video, in diesem kleinen Link, der direkt darunter eigentlich sein sollte, zu wetten, deinen Tipp abzugeben. Wann ziehe ich hier ein? Deinen Wetteinsatz kannst du setzen, wie du es möchtest, wie hoch. Die Hälfte davon kannst du gewinnen, wenn du das richtige Datum wettest. Natürlich so präzise wie möglich. Und wer am nächsten dran ist, der bekommt dann die Hälfte des Gesamtwetteinsatzes. Mit der anderen Hälfte werde ich hier sozusagen meine kleine Eröffnungsfeier gestalten. Also auch da bin ich schon sehr gespannt. So nach und nach werden die Wetten auch mehr. Also es freut mich, anfangs war das ein bisschen ja, sehr zögerlich. Aber mittlerweile sind doch einige schon dabei. Also, wette! Und ja, sei gespannt, was hier noch so alles passieren wird. Und ich bin sehr froh. Andere Geschichte ist, mein Finger, ich kann den wieder mehr oder weniger bewegen. Ist zwar noch mit dieser Kaschkin-Schiene etwas eingeschränkt, aber es ist okay. Zumindest besser als dieser Gipsverband, weil das war nur eine Qual und ich habe nur mit meinem rechten Arm gearbeitet und das hat den so ein bisschen überlastet.
So viel dazu. Ich werde das ein oder andere Video auch noch machen dürfen. Es geht ja langsam die Fastenzeit los. Und auch da habe ich ein neues Projekt. Das heißt, ich verzichte die ganze Fastenzeit über auf süßes Zeug. Aber dazu in einem anderen Video ein bisschen mehr. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über das Abonnieren dieses Kanals. Es werden weitere Videos folgen. Und wenn du auf Facebook mir dein Daumen gibst, dann ja, bleibst du auch da auf den laufenden Stand von meinen aktuellen Kursen, die ich eben auch noch so gebe. Also bleib bewegt. Bis dahin. Ciao, dein Coach Andy.